In diesem Video möchte ich euch ein Roboterfahrzeug vorstellen, das ich zurzeit für mein Projekt Mail2Code entwickle. Wie der Projektname vermuten lässt, kann dieser Roboter per E-Mail angesteuert werden. Dazu muss lediglich der Quelltext eines Programms an die Adresse des Roboters gesendet werden. Sollte der von euch geschriebene Code korrekt kompiliert worden sein, so erhaltet ihr in der Antwortmail einen Anhang mit einem Video, das zeigt, was die Kamera während der Fahrt aufgenommen hat. Details zum Mail-to-Code-System inklusive Tutorials zum Programmieren lernen gibt's auf der Projektseite. Werfen wir in diesem Video mal einen genaueren Blick auf die Konstruktion dieses Vehikels, das aus dem 3D-Drucker entsprungen ist. Die Abmessungen sind so kompakt, dass ein Druckvolumen von 20x20x20 cm ausreicht. Ich habe einen Ender 3 S1 Pro verwendet, den Testbericht zu diesem Drucker findet ihr auf meinem zweiten Projekt How Open is this Gadget? Zentrales Bauteil ist das Chassis mit den Abmessungen 180x105x45 mm. Dieses besitzt ein Raster von 3 mm Bohrungen mit Öffnungen für M3er Muttern. Aufgrund dieser Löcher in allen Wänden muss der Drucker sehr oft einen Retract ausführen, was den Druckvorgang deutlich verlangsamt. Der Ender hat damit keine Probleme gehabt, der Druckvorgang ist problemlos verlaufen, allerdings erst nach etwa 13 Stunden abgeschlossen. Wie das Chassis sind alle Teile aus möglichst einfachen geometrischen Formen zusammengesetzt, das Design ist nicht verspielt. Entstanden sind die Bauteile mit OpenSCAD, einem 3D-Designprogramm, das Objekte aus Codezeilen erstellt, auch von dieser Seite eignet sich der Roboter zum Erlernen von Programmiersprachen. Als Antriebsmotoren habe ich mich für Standard RC Hobby Servos für kontinuierliche Rotation entschieden. Diese kann man als solche kaufen oder einfach normale Servos für kontinuierliche Rotation modifizieren. Wie das geht, habe ich bereits gezeigt. Hobby Servos sind zu moderaten Preisen leicht zu beziehen. Ein Grundprinzip dieses Roboters soll sein, nur standardisierte Bauteile zu verwenden, um den Nachbau oder eine Reparatur möglichst einfach zu gestalten. Zwei Stück davon werden benötigt und diese werden direkt am Chassis verschraubt. Damit kommen wir zu den Rädern. Diese besitzen einen Durchmesser von 72 mm. Damit ist der Roboter nicht zu schnell, die Getriebe der Servos werden nicht überlastet und es ist eine ausreichende Bodenfreiheit vorhanden. An die Antriebsräder wird das Servohorn geschraubt, das dann mit einer zentralen Schraube an dem Servo befestigt wird. Die Hinterräder werden mit einer 50 mm langen 4 mm Schraube befestigt und können dank des Langlochs verschoben werden. Die Antriebsräder sind mit den hinteren Rädern über eine Kette verbunden, die über die Langlöcher gespannt werden kann. Von den Kettengliedern werden insgesamt 38 Stück benötigt. Diese und ein paar Abstandshalter habe ich als einzige Bauteile aus ABS gedruckt. Nicht weil das nötig gewesen wäre, sondern nur um ein wenig von dem ungeliebten Material sinnvoll verarbeiten zu können. Wegen der kleinen Abmessungen eines Kettengliedes ruiniert das starke Schrumpfen des ABS beim Abkühlen den Druck nicht. Im Normalfall sollten alle Teile aus PLA oder wenn etwas höhere Temperaturstabilität gefragt ist, aus PETG gedruckt werden. Die Kettenglieder rasten ineinander ein, hier muss nichts verschraubt werden.
Als Hauptrecheneinheit kommt ein Raspberry Pi zum Einsatz. Die entsprechende Halterung wird vorne an dem Chassis verschraubt. Ein Raspberry Kameramodul wird einen Videostream übertragen und diese ist mit einer Halterung an einem dritten Servo befestigt. Das Servo wiederum ist mit der Halterung des Raspberry Pi verschraubt. Rund um die Kamera sind 6 LEDs angeordnet, damit auch Fahrten in Dunkelheit möglich sind. Sinn und Zweck dieses Projekts ist es, das Programmieren von Mikrocontrollern zu erlernen. Daher ist als zweite Recheneinheit ein ATmega 2560 Board auf dem Chassis untergebracht. Über dieses Board wird die gesamte Peripherie angesteuert. Was noch fehlt, ist die Energieversorgung. Für den mobilen Einsatz kann dazu eine Powerbank unten im Chassis angebracht werden. Für den Einsatz rund um die Uhr auf meinem Dachboden kommt mein bewährter Strommast mit Schleifkontakten zum Einsatz. Der dafür benötigte Bügel eignet sich auch gut als Tragegriff. Insgesamt 540 Gramm an Filament werden in der momentanen Ausbaustufe für den Rover benötigt. Für die Elektronik müssen nicht allzu viele Teile verlötet werden. Die verwendete Lochrasterplatine passt auf das ATmega Board und ist momentan noch relativ leer. Nach dem Aufspielen der Software auf dem Raspberry Pi und dem Laden der Powerbank ist der Roboter einsatzbereit. Dieser Prototyp wird am Lehrertag der Maker Faire Hannover am 19. August 2023 zum Einsatz kommen. Wer Zeit hat, kann gerne mal vorbeischauen. Der Lernroboter läuft komplett mit Open Source Software und um diesen zu programmieren, braucht's nur irgendein Gerät, mit dem man Text schreiben kann. Funktioniert somit auch per Smartphone, sogar ohne E-Mail, direkt in der bewusst simpel gehaltenen Web-Oberfläche. Natürlich ist das Megaboard mit seinen 54 GPIO-Pins völlig unterfordert. Für die bislang verbauten Grundfunktionen genügt zum Beispiel auch ein Nano-Board mit ATmega 328 Chip. Die noch verfügbaren Pins werden in späteren Kapiteln Stück für Stück mit Peripherie verbunden, um Sensordaten zu erfassen oder die Umwelt mit Aktuatoren verändern zu können. Die Gitterstruktur des Chassis bietet reichlich Befestigungspunkte für zusätzliche Hardware. Mehr zum Mail-to-Code-System inklusive der Nachbauanleitung dieses Roboterfahrzeugs und der 3D-Dateien gibt's wie immer auf homofazients.de. Klickt mal rein! In einem späteren Ausbaustadium, was sowohl die Hardware dieses Fahrzeugs als auch die Dokumentation meines Mail-to-Code-Systems betrifft, werdet ihr diesen Rover auf meinem Dachboden fernsteuern können. Und wer mich im Betrieb und weiteren Ausbau dieses frei zugänglichen Lernsystems unterstützen möchte, auf der Projektseite gibt's dafür eine Spendenschaltfläche. Besten Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!